Herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind zu heute, zu unserem 20. Tech-Tag. Und 20 Mal Tech-Tag, das bedeutet auch 20 Mal Innovationen aus dem Hause Hofmann. Dabei sind bedeutende Neuentwicklungen, die hier auf dem Tech-Tag das erste Mal vorgestellt wurden und die heute verwendete Technik von Maschinen im Markierungsbereich nachhaltig beeinflusst haben. Zum Beispiel, wo ist er? Da. Der Multi-Dot-Line-Extruder im Jahr 2004. Thermoplastische Strukturmarkierung mit einem geschlossenen Extrudersystem. Das heißt, mit einer innenliegenden Profiliereinrichtung konnten reproduzierbare Markierungen mit sehr guten Strichanfängen und Enden erzeugt werden. Oder im Jahr 2005 Erlespumpen für zwei Komponenten Kaltplastiken mit einem Mischungsverhältnis von 98:2. Durch die vielen bekannten Vorteile des 98:2 Mischungsverhältnisses haben sich diese Pumpen sehr schnell gegen die damals verwendeten Pumpen mit einem Mischungsverhältnis von 1:1 durchgesetzt. Auf der Folie sind noch weitere etliche Beispiele. Aber natürlich ist auch das nicht bei weitem vollständig. Alle Entwicklungen immer mit dem Ziel, die Qualität der applizierten Markierung verbessern, die Leistungsfähigkeit und Bedienerfreundlichkeit der Maschine verbessern und die Umweltbelastung reduzieren, zum Beispiel durch einen geringeren Verbrauch an Lösungsmitteln. Und das alles kommt am Ende dem Bürger und Verkehrsteilnehmer zugute. Besser sichtbare Markierung, das heißt Verkehrssicherheit, und leistungsfähige und bedienerfreundliche Maschinen, die schnell wieder weg sind von der Straße. Und das bedeutet weniger Verkehrsbehinderung und Staubildung. Auch bei unserem heutigen Thema gab es hinsichtlich der Erreichung dieser Ziele stetige Fortschritte. Denn heute möchte ich Ihnen die Verarbeitung von zwei Komponenten Kaltplastiken vorstellen. Und mit diesem Thema befasst sich die Firma Hofmann schon seit 1966, das heißt seit über 50 Jahren. Dabei soll es heute um die Materialfördereinrichtung gehen. Das heißt um die Frage, wie kommt das Material vom Vorratsbehälter hin zur Applikationseinheit? Und wo liegen dabei die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme? Zunächst einige Grundlagen zum Markierungsstoff für die Gäste, die vielleicht noch keine zwei Komponenten Kaltplastiken verarbeiten. Kaltplastiken sind reaktive Markierungsstoffe, die aus mindestens zwei Komponenten bestehen. Nach Vermischung einer Basiskomponente mit einem Härter entsteht durch Polymerisation eine formstabile Markierung. In das Basismaterial sind viele Füllstoffe, Reflexperlen, Griffigkeitsmittel eingemischt. Und die üblichen Schichtdicken bei der Verarbeitung von Kaltplastiken liegen so im Bereich von 1,5 bis 3 mm. Bei Profilmarkierungen im Bereich der Profile auch bis 15 mm. Chemisch gesehen sind alle Kaltplastiken Systeme mit einem Mischungsverhältnis von 98:2. Das heißt 98% Basiskomponente und 2% Härter. Und Materialien mit diesem Mischungsverhältnis sollten Sie auch bevorzugen. Die früher üblichen Materialien mit einem Mischungsverhältnis von 1:1 wurden eigentlich nur verwendet, weil die Verarbeitung von zwei gleich großen Mengen leichter zu beherrschen war. In der Praxis haben die 1:1 Materialien aber eine Reihe von Nachteilen. Mangelnde Lagerstabilität, wenn einmal aktiviert, ein höherer Reinigungsaufwand der Maschine und auch die Verwechslungsgefahr beim Befüllen der Maschine, das hat auch immer mal wieder zu Totalausfällen geführt. Heute ist die Maschinentechnik weiter. Das Mischungsverhältnis 98:2 hat sich zumindest bei selbstfahrenden Maschinen fast überall durchgesetzt.
Werden Basiskomponente und Härte vermischt, muss das Material zügig verarbeitet werden. Diese als Tropfzeit bezeichnete Zeitspanne ist abhängig von der Härtemenge zum einen und von der Luft- und Materialtemperatur und beträgt üblicherweise 5 bis 15 Minuten. Das heißt, bei Arbeitsunterbrechungen, die die Tropfzeit überschreiten, muss die Maschine zügig von gemischtem Material befreit werden. Das heißt, Bereiche, in denen gemischtes Material vorliegt, müssen mit Lösemitteln gereinigt werden. Das kann man als einen Nachteil aller Zweikomponentenmaterialien benennen. Und noch ein weiterer Nachteil, der in Kauf genommen werden muss: Die applizierte Markierung benötigt auf der Straße noch eine gewisse Zeit, um auszuhärten. Erst dann ist die Markierung überfahrbar. Das heißt, die zu markierende Fahrbahn muss für den Verkehr gesperrt werden. Nach der Aushärtung entsteht aber eine besonders haltbare und abriebfeste Dauermarkierung. Das einmal ausgehärtete Material wird auch bei großer Hitze nicht wieder weich und bleibt trotzdem bei Kälte weitgehend elastisch. Insgesamt sind Kaltplastiken gut und sicher zu verlegen, so wie das eben auch schon seit über 50 Jahren und im steigenden Maße seit über 50 Jahren gemacht wird. Es ist aber doch festzuhalten, dass bei Maschinentechnik und beim Bediener mehr Know-how und Erfahrung erforderlich ist, als beispielsweise bei der Verarbeitung von Kaltfarben. Hier einige Applikationsbeispiele, was man mit Kaltplastiken alles machen kann. Stehen unterschiedliche Systeme für Glattstrichmarkierung und für verschiedenste Arten von Strukturmarkierung zur Verfügung. Zum Beispiel stochastische Agglomerate, die mit einer Stachelwalze erzeugt wurden. Oder das Spotfex-Luftimpulsverfahren, wo dann geordnete Strukturmarkierungen rauskommen. Und es gibt offene Ziehkästen, mit denen dann Profilmarkierungen erzeugt werden können. Die eigentlichen Applikationsverfahren sollen aber heute hier nicht Thema sein. Über die besonderen Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme, die es alles so gibt, beraten wir Sie gerne. Bitte sprechen Sie uns an. Hier soll es aber jetzt um die Frage gehen: Wie kommt das Material vom Vorratsbehälter hin zur Applikationseinheit? Welche Anforderungen sind dabei an die Materialfördereinrichtungen zu stellen? Als erstes wird das geforderte Mischungsverhältnis eingehalten. Das Mischungsverhältnis hat Auswirkungen auf die Tropf- und Aushärtungszeit. Das spielt natürlich bei der Verarbeitung der Markierung eine Rolle für den Bediener, hat aber auch Auswirkungen auf die Haftung der Markierung auf der Straßenoberfläche. Auch gibt es einen Einfluss auf die Verschleißfestigkeit und auf die Haltbarkeit der Reflexions- und Griffigkeitsmittel in der Markierung. Dann weiter: Ermöglicht das Verfahren zuverlässig das Aufbringen der gewünschten Schichtdicke? Und wird diese Schichtdicke auch bei sich ändernden Bedingungen konstant gehalten? Sich ändernde Bedingungen können dabei zum Beispiel die Materialviskosität sein. Da gibt es einen relativ starken Temperatureinfluss. Oder natürlich auch die Markiergeschwindigkeit. Die kann sich auch ja immer mal leicht ändern. Damit verbunden ist auch die Frage: Welche Materialmenge wird eigentlich gerade gefördert? Das ist gerade auch im Hinblick auf eine teilweise geforderte Dokumentation der Schichtdicke bzw. der aufgebrachten Materialmenge interessant. So viel zu den Anforderungen. Beginnen möchte ich mit dem Druckbehälter, dem einfachsten und kostengünstigsten System. Hier eine Anmerkung: Wenn wir hier über die Materialförderung reden, reden wir immer über die Förderung der Basiskomponente,
also die 98%. Denn bei allen hier vorgestellten Systemen mit einem Mischungsverhältnis von 98:2 wird der Härter mit einer Zahnradpumpe als Flüssighärter zudosiert. Das Druckbehältersystem besteht ganz einfach aus einer stabilen Druckzelle, in die das Material eingefüllt wird und die dann mit einem Luftdruck beausschlagt wird. Durch den Überdruck im Behälter wird das Markierungsmaterial zur eigentlichen Applikationseinheit gedrückt. Die dabei ausgebrachte Menge an Markierungsmaterial wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst. Zuerst einmal natürlich vom Materialdruck, also dem Überdruck im Behälter. Dann von der Materialviskosität. Und die ist abhängig von der Temperatur und vom Markierungsstoff selbst. Und dann von den Widerstand- und Querschnittsverhältnissen im Farbleitungssystem. Das sind zum Beispiel die ganzen Farbschläuche zur Applikationseinheit, der Mischer, wo das Material irgendwie durch muss, wo es gemischt wird, und natürlich die Größe der Austrittsöffnung an der Applikationseinheit. Aber welche Menge genau gerade gefördert wird, ist nicht bekannt, sondern kann nur durch schichtigen Messungen bzw. durch das Auswiegen von Prüfblechen überprüft werden. Stimmt dann die aktuelle Materialmenge nicht mit der gewünschten Materialmenge überein, müssen die Maschineneinstellungen nachjustiert werden. Zum Beispiel muss der Materialdruck erhöht oder gesenkt werden. Die Auswirkungen von diesen Änderungen müssen dann durch eine erneute Schichtdickenmessung überprüft werden und so weiter. So kann sich der Bediener dann schrittweise an die gewünschte Menge, die er eigentlich applizieren möchte, herantasten. Und danach, wenn er die gefunden hat, muss versucht werden, diese Einstellung möglichst lange konstant zu halten. Dabei natürlich auch die Markiergeschwindigkeit, denn eine Änderung der Geschwindigkeit bedeutet ja bei einer konstanten Materialmenge sofort eine Änderung der Schichtdicke. An dieser Stelle eine Anmerkung. Es gibt Systeme am Markt, die einen Durchflussmesser verwenden. Der ist dann hier hinter den Behälter geschaltet. Und der misst die aktuell geförderte Materialmenge. Damit kann dann diese Menge über eine Beeinflussung des Behälterdruckes automatisch auf einen Sollwert eingeregelt werden. So können zum Beispiel langsame Änderungen der Materialviskosität ausgeregelt werden und auch die Härtermenge kann dann automatisch eingestellt werden. Das ist ein Fortschritt, aber ein entscheidender Nachteil des Druckbehälters kann damit trotzdem nicht behoben werden. Das Druckbehältersystem reagiert nämlich äußerst träge. Schnelle Änderungen der geförderten Materialmenge sind damit nicht möglich. Damit ist der Druckbehälter zum Beispiel für die Applikation von kombinierten Linien, also von einer durchgehenden und einer gestrichelten Linie in einem Arbeitsgang, nicht geeignet. Denn beim Öffnen einer zweiten Applikationsöffnung, zum Beispiel ein zweiter Extruderverschluss oder die doppelte Anzahl von Spotflex-Düsen, wird ja schlagartig die doppelte Materialmenge benötigt. Diese stellt sich aber bei der Benutzung eines Druckbehälters nicht ein. Denn beim höheren Durchfluss muss ja das mehr an Material durch die gleichen Schläuche und durch die gleichen Mischer und Ventile gedrückt werden. Und dabei steigen die Widerstände an. Das ist bei dünnflüssigen Farben, bei der Verwendung von einem Druckbehälter vielleicht vernachlässigbar, nicht aber bei hochviskosen Kaltplastiken. Versuche haben ergeben, dass ca. 20-30% an Materialmenge zu einer Verdoppelung fehlen. Das heißt, die Linien werden im Bereich der Doppellinie dünner. Da ist dann weniger Material. Dieser Effekt könnte eigentlich nur durch eine schlagartige Erhöhung des Luftdruckes im Materialbehälter kompensiert werden. Das ist aber technisch so schnell nicht möglich.
Es würde viel zu lange dauern, weil das System eben sehr träge auf Änderungen reagiert. Diese ganzen erwähnten Nachteile des Druckbehälters sind eigentlich der Grund, warum die meisten Markierer und eigentlich fast alle unserer Kunden auf die Materialförderung mit einer Pumpe setzen. Zunächst zur Kreiskolbenpumpe, die Verwendung findet. Die wird auch als Drehkolbenpumpe bezeichnet. Die Pumpe besteht aus zwei Förderkolben, die sich gegenläufig in einem Gehäuse drehen. Die rotierenden Wellen des Antriebes, womit die angetrieben werden, müssen seitlich gegenüber dem Gehäuse abgedichtet werden. Dazu werden üblicherweise Wellendichtringe aus Teflon verwendet. Die Förderkolben sind aber gegen das Gehäuse nicht abgedichtet, sondern weisen ringsum Dichtspalte auf. Je enger diese Spalte, desto besser der Wirkungsgrad der Pumpe. Das ist genau aber das Problem, denn Kaltplastiken weisen ja viele eingemischte Feststoffe auf, die nicht nur sehr abrasiv sind, sondern auch gewisse Korngrößen aufweisen. Deshalb können die Dichtungsspalte bei einer Kreiskolbenpumpe für Kaltplastiken nicht besonders klein gemacht werden. Da muss dann ein Kompromiss gefunden werden. Unsere Kreiskolbenpumpen sind zum Beispiel geeignet für Feststoffe bis 0,6 mm Korngröße. Die Fördermenge wird dann über die Drehzahl der Pumpe eingestellt. Bei Rotation der Förderkolben wird das Material hier außen herum von der Saug- zur Druckseite gefördert. Dabei entsteht eine Druckdifferenz. Und auf dieser Druckdifferenz zwischen Druck- und Saugseite entstehen bei der Kreiskolbenpumpe auch Rückströmungen. In den Dichtspalten zwischen dem Förderkolben und dem Gehäuse und auch hier in der Mitte zwischen den Förderkolben. Insgesamt führt das bei der Kreiskolbenpumpe zu einer gewissen inneren Leckage, wobei die abrasiven Bestandteile der Kaltplastik dazu führen, dass die Spalte mit der Zeit größer werden und die Pumpe etwas weniger Druck aufbauen kann. Insgesamt muss man aber sagen, dass diese Pumpe für Kaltplastiken in einem sehr großen Drehzahlbereich sehr gut funktioniert. Und das liegt vor allem daran, dass die Kaltplastik hochviskos ist und nicht zu starken Rückströmungen neigt. Trotzdem gibt es einen gewissen Einfluss von Gegendruck, der zu überwinden ist, vom Behältervordruck, mit dem die Pumpe gefüttert wird, und von der Materialviskosität auf die Fördermenge. Diese Kreiskolbenpumpe kommt bei Hofmann in verschiedenen Systemen zum Einsatz. Für kleinere Arbeiten oder wenn ein offener Profilziehkasten befüllt werden soll, bieten wir ein einfaches System an. Das Aggregat besteht aus einer Kreiskolbenpumpe und einer für die Basiskomponente und einer Härterpumpe für den Härter. Und diese beiden Pumpen sind entsprechend dem gewünschten Mischungsverhältnis gekoppelt. Das Ganze ist dann hydraulisch, stufenlos verstellbar, antreibbar. Über einen dynamischen Mischer kommt das Material dann fertig gemischt in den Ziehkasten. Das bietet den Vorteil, dass das Mischungsverhältnis auf sehr einfache Weise konstant gehalten werden kann. Und das Füllstandsniveau im Ziehkasten kann auch sehr einfach auf einem gleichen Niveau gehalten werden. Das ist besonders wichtig, wenn man Profilmarkierungen erzeugt, damit immer der gleiche Vordruck herrscht und die Profile alle gleich ausgebildet werden. Hofmann bietet aber auch ein komplett geschlossenes System an, den 2K-Extruder. Der erste 2K-Extruder wurde 1968 vorgestellt. Und er wird immer noch produziert, natürlich ständig weiterentwickelt und verbessert. Beim 2K-Extruder handelt es sich um eine kompakte Einheit
in die die Materialpumpen, der Mischer und der Extruderverschluss zusammengefasst sind. Der Antrieb der Pumpen erfolgt wegabhängig über Bodenräder. Dabei bleibt dann die eingestellte Materialmenge pro Meter Strich auch bei Geschwindigkeitsänderungen nahezu konstant. Ein weiterer Vorteil gegenüber den offenen Systemen: Es ist möglich, die gesamte Behälterfüllung in einem Arbeitsgang zu verarbeiten, ohne zwischendurch spülen zu müssen. Aber warum war jetzt der Extruder mit seinen vielen vorteilhaften Eigenschaften nicht der Endpunkt unserer Entwicklungstätigkeit? Der Grund ist, dass sich sowohl die Markierungsmaterialien als auch die verwendeten Applikationsverfahren ständig weiterentwickeln. Voranstehend war dabei die Entwicklung der strukturierten Markierung, die die Sichtbarkeit der Markierung bei Nacht und Nässe verbessern sollten, beziehungsweise ja auch verbessert haben. Dabei gab es neue Anforderungen. Es gab Materialhersteller, die wollten gerne größere Feststoffe in ihre Materialien einarbeiten. Dabei werden dann zum Beispiel Feststoffe bis teilweise einer Korngröße von 2,5 mm verwendet. Das würde eine Kreiskolbenpumpe nicht mitmachen. Die würde entweder blockieren oder die Spalte müssten so groß werden, dass sie nicht ausreichend Druck aufbauen könnte. Dann wurde für einige Markierungsverfahren, insbesondere für hohe Verlegeleistungen, mehr Materialdruck benötigt. Und wir wollten den eben doch leicht vorhandenen Einfluss von Druckniveau und Materialviskosität auf die Fördergenauigkeit des Extruders komplett beseitigen. Und alle diese Anforderungen konnten mit der Entwicklung einer Balkpumpe bedient werden. Dieses Pumpenprinzip der Balkpumpe findet bei Hofmann seit über 30 Jahren Anwendung und wurde im Jahr 2009 auch für die Verarbeitung von zwei Komponenten Kaltplastiken vorgestellt. Bei der Balkpumpe gibt es keine Dichtspalte, durch die irgendwie ein Rückfluss stattfindet, also keine innere Leckage. Es gibt auch keine drehenden Wellen, die irgendwie gegen das Material abgedichtet werden müssen. Die Pumpe besteht aus zwei Förderzylindern, wobei die Verdränger als Stahlbälge ausgeführt sind. Angetrieben werden diese Bälge durch Hydraulikzylinder, die die Stahlbälge elastisch dehnen und zusammenziehen. Dadurch entsteht dann die Pumpwirkung. Die Arbeitsweise der Pumpe ist abwechselnd. Also in diesem Beispiel würde die rechte Seite gerade Material fördern und die linke Seite saugt sich mit neuem Material voll. Und dieser Aufwärtshub, das Vollsaugen mit neuem Material, findet schneller statt als der Förderhub. Und dadurch gewinnen wir etwas Zeit. Denn ist der Saughub beendet, geht diese Pumpe in eine Vorkompression. Das heißt, das Material wird auf den gerade herrschenden Förderdruck des anderen Pumpenzylinders vorgespannt. Ist der Pumpdruck erreicht, geht der Zylinder in eine Wartestellung. Ist der Förderhub der fördernden Seite beendet, übernimmt die andere Seite nahtlos die Förderung. Und dabei entstehen dann keine Pulsationen, es sind auch keine Pulsationsdämpfer oder sowas notwendig. Das Ganze ist hier auch nochmal im Diagramm dargestellt. Es wird vollgesaugt, vorkomprimiert und gewartet. Und dann übernommen, wodurch dann insgesamt eine kontinuierliche, pulsationsfreie Förderung entsteht. Die Regelung der Fördermenge findet hochgenau im Hydraulikteil statt. Und welche Fördermenge ich haben möchte, das stelle ich ganz einfach an der Elektronik ein. Der volumetrische Wirkungsgrad der Balkpumpe ist 100%. Das heißt, es wird exakt die Materialmenge gefördert, die eingestellt worden ist. Man bezeichnet das auch als Volumensteuerung. Und dadurch, dass die Bälge die Innenwandung
der Förderzylinder nicht berühren, entsteht kein fortschreitender Verschleiß, der irgendwie die Genauigkeit der Pumpe nach und nach schlechter werden lässt. Regelmäßige Eichung oder Nachjustierung, wie bei anderen Systemen, sind nicht erforderlich. Und Kaltplastiken mit hochabrasiven und grobkörnigen Feststoffen bereiten keine Probleme. Damit ist die Pumpe geeignet für die damals geforderten Korngrößen von 2,5 mm. In diesem Chart sind die Förderdiagramme dieser Pumpe dargestellt. Hier links die Fördermenge in Abhängigkeit der Frequenz. Frequenz würde hier bedeuten Arbeitsspiele pro Minute. Wie Sie sehen, ist die Kennlinie gerade. Das heißt, wenn die Pumpe schneller arbeitet, wird genau im gleichen Verhältnis mehr Material gefördert. Es gibt keinen Einfluss von Materialviskosität oder Druck auf diese Kennlinie. Denn wird mehr Material gefördert, steigt der Gegendruck an, den die Pumpe überwinden muss, weil sie ja mehr Material durch die gleichen Schläuche und Ventile drücken muss. Bei einer Pumpe mit innerer Leckage würde dabei diese Kennlinie abflachen. Nicht aber bei der Bikepumpe. Und das ist auch gut zu sehen in dem Diagramm. Hier ist dargestellt die Fördermenge in Abhängigkeit des Druckes. Steigt der Druck, weil die Materialviskosität höher ist oder weil mehr Material gefördert werden soll, gibt es keinen Einfluss auf die Fördermenge. Mit diesem Verhalten ist eine abrupte und auch exakte Verdoppelung der Materialmenge möglich, so wie es für die Förderung im Fall von kombinierten Linien notwendig ist. Außerdem lässt sich bei dieser Pumpe die Materialmenge einfach und automatisch an die Fahrgeschwindigkeit koppeln. Das ist ein großer Vorteil, wenn man die Schichtdicke konstant halten will. Und bekannt ist dieser Begriff oder diese Eigenschaft unter dem Begriff Amakos. Amakos steht hierbei für Applikation von Markierungsstoffen mit automatischer Konstanthaltung der Schichtdicke. Unabhängig von der Materialviskosität, unabhängig von Widerständen im Materialleitungssystem und unabhängig von Geschwindigkeitsänderungen. Immer ist die ausgebrachte Schichtdicke bzw. die Materialmenge pro Meterstrich gleich. Durch diese automatische volumetrische Dosierung wird der Maschinenfahrer entlastet, kann sich besser auf die Ausführung der Markierungsarbeiten und auf den Straßenverkehr konzentrieren. Auch nach Arbeitsunterbrechung, zum Beispiel für das Nachfüllen von neuem Material, was dann auch eine andere Viskosität haben kann, weil es vielleicht kälter war im LKW. Auch nach Arbeitsunterbrechung kann der Markierungsvorgang sofort exakt mit den Parametern, die gewünscht sind, fortgesetzt werden. An dieser Stelle möchte ich Ihnen kurz die neueste Version dieser Pumpe vorstellen. Gewissermaßen der Anlass für den heutigen Vortrag. Sie ist seit diesem Jahr bei mehreren Kunden auf der Straße und wird jetzt nach und nach eingeführt. Mittels einer elektrohydraulischen Regelung der Kolbengeschwindigkeit und durch zwangsgeschaltete Saugventile konnte sowohl das Ansaugverhalten als auch die Fördergenauigkeit der Pumpe nochmal verbessert werden. Und auch für den Maschinenbediener haben wir etwas getan. Die Lückendruckregelung erfolgt jetzt automatisch und es gibt eine Reihe von Diagnosefunktionen an der Pumpenelektronik. Natürlich verfügt auch die neue Version über alle Vorteile des wegabhängigen Markierens. Das heißt, Sie können an der Elektronik direkt die gewünschte Materialmenge bzw. Schichtdicke eingeben. Das Amakos-System sorgt dann dafür, dass diese Schichtdicke mit extrem hoher Genauigkeit konstant bleibt. Darüber hinaus lässt sich die Schichtdicke natürlich auch dokumentieren.
In Verbindung mit einer MyCon 4 und einem GPS-Empfänger sind verschiedene Arten von Reports möglich. Zum Beispiel zur Eigenüberwachung für den Markierer oder für den Auftraggeber. Das ist auch gerade bei Agglomeratmarkierungen interessant. In Deutschland beispielsweise wird in der ZEVM eine automatische Dokumentation der applizierten Schichtdicken nur für spritzbare Markierungsstoffe gefordert. Denn dort gibt es ja bekanntlich das Problem der nachträglichen Messbarkeit der Schichtdicke, wenn der Strich einmal auf die Straße appliziert ist. Aber auch bei Agglomeratmarkierungen lässt sich nachträglich, also auf der Straße, die ausgebrachte Materialmenge nur schwer bis gar nicht mehr bestimmen. Auch hier ist eine exakte Dokumentation der aufgebrachten Materialmenge sehr hilfreich. Bei Agglomeratmarkierungen würde man dabei dann nicht die Schichtdicke, sondern die Materialmenge in Kilogramm pro Quadratmeter für die Dokumentation wählen. Diese Balkpumpe ist die fortschrittlichste Lösung, aber auch alle anderen hier vorgestellten Systeme sind von Hofmann verfügbar. Auch das Druckbehältersystem. Es ist halt irgendwie am günstigsten und wenn der Wettbewerb das anbietet und der Kunde nun mal nicht mehr bezahlen möchte, was soll man machen? Aber es haben mehrere Kunden nach einiger Zeit ihre Maschine wieder bei uns auf den Hof gestellt und auf eine Balkpumpe umrüsten lassen. Das Balkpumpensystem ist zwar aufwendiger, der höhere Anschaffungspreis wird aber in der Praxis schnell durch höhere Tagesleistung und eine höhere Markierungsqualität ausgeglichen. Welche Technik im Einzelnen für Sie die richtige ist, für Ihren Markt, für Ihr Material bzw. Ihren Anwendungsfall, wir beraten Sie gerne. Wenn Sie möglichst gleichmäßige Markierungen in 2K-Kaltplastik erzeugen wollen, setzen Sie am besten volumengesteuerte Balkpumpen ein. Die bringen automatisch die richtige Schichtdicke auf. Hofmann ist seit über 50 Jahren der Spezialist für die maschinelle Applikation von 2-Komponenten-Kaltplastik. Wir haben alle hier vorgestellten Systeme entwickelt und können Sie daher systemneutral informieren und beraten. Damit danke ich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Spaß und viele neue Informationen bei den weiteren Vorträgen. Danke.